die Frage, was diese Inhalte für die Kalkulation bedeuten, lassen sich relativ einfach zusammenfassen. Die Idee für diese Jumbos ist, dass sie in der Lage sind, egal ob wir von globalen Ausschreibungen reden, diese einfach einzulesen. Da gibt es spezielle Videos nochmal, wo das entsprechend dargestellt wird, wie das für die Kalkulation von Gap-Angeboten funktioniert. Oder aber, dass sie in der Lage sind, bei entsprechenden Leistungen, wie zum Beispiel diesem Quergiebel, der hier in das Haus eingeschiftet ist, mit verdichteten Kalkulationsansätzen zu operieren. Das heißt also, dass eben, ich gehe nochmal in unser Dokument zurück, dass eben im Massivbau, ich gehe einfach mal hier auf die entsprechende Seite, dass Sie im Massivbau eben die Möglichkeit hätten, zum Beispiel eben auf so eine Jumbo-Position EG Pronbeton 17,5 plus WDVS Putz zurückzugreifen, dort einen verdichteten Quadratmeterpreis von entsprechend hier 299,09 € zu haben. Das Gleiche, wenn wir uns das entsprechend im Holzbau angucken, wo wir entsprechend bei den Branchenmodellen hier meinetwegen im EG die Holzständerwand Putz mit 391,73 haben und gleichzeitig eben die Chance zu haben, ich gehe mal auf das jeweils zweite PDF-Dokument, was zur Verfügung steht, dann haben Sie diese Jumbo-Position jeweils mit der dahinterhängenden Stückliste entsprechend in der Übersicht. Und wenn wir uns das einmal angucken, ich mache es für Sie mal ein Stückchen größer, dann haben wir hier eben diese Position EG Holzständerwände Putz mit unseren, was wir gerade gesehen haben, 391,73 €. Und das, was Sie eben hier im Branchenmodell Holz von uns geliefert, ich zeige Ihnen gleich wo, bekommen, ist, dass hinter dieser Position, wir reden ja von einer Positionsverdichtung, dass möglichst alles, was kalkuliert werden muss, hier verdichtet in einem Quadratmeterpreis zur Verfügung steht, sehen wir an der Stelle, hier oben wird es Ihnen angezeigt, dass diese eine Quadratmeterposition aus der Kalkulation von insgesamt 34 Einzelpositionen entstanden ist. Wir machen das gleiche mal im Massivbau, auch dort gehe ich mal in die Struktur mit den Stücklisten rein, das heißt also in das zweite Dokument. Und wenn ich dort eben auf die, ich mache auch das für Sie ein Stückchen größer, auf die Position der EG Pornbetonwände gehe mit entsprechend 17,5 und 16er Dämmung, dann haben wir, wenn ich es jetzt hier mal so schiebe, dass Sie es optimal sehen, wir haben entsprechend hier unseren Preis von 299,09 €. Wir sehen, das sind 20 Positionen, die entsprechend hiervon betroffen sind. Und wenn wir uns das Ganze, ich springe auf die Holz kurz zurück, im Einzelnen angucken, Sie können sich das Video natürlich, das ist der Vorteil, anhalten und das Ganze mal durchscannen, dann sehen Sie, dass das, was hier innerhalb der Stücklisten, innerhalb dieser Jumbo-Struktur enthalten ist, letztendlich die konkrete, komplette Ausschreibung für die Ausführung eines Bauvorhabens, welches hier die Basis für diese Stückliste gebildet hat, ist. Und wir sehen eben, dass, wenn Sie hinschauen, ich habe die Position mal markiert, dass jeweils im Erdgeschoss eine Menge vorhanden ist und dass bei der Kalkulation dieser Position eben die gesamte Struktur, das gesamte Business-Know-how von dem jeweiligen Branchenmodell von VI BIM Solutions berücksichtigt wird. Das heißt, wir hätten hier bei den Holzwänden von den Außenecken über Arbeitsvorbereitung, über Löcherzulagen, über das Gerüst im Erdgeschoss, das Baustellen-WC, Tieflader, Autokran, Transport, Hundecker, Abbund, Arbeitszeitreservepositionen, das Wärmedämmverbundsystem, entsprechend der Wand selbst, der Putz, die Leibungen, das Ständerwerk, die Lärchenschwelle mit Laufmeter, Zulage für jede Öffnung, die da ist, Wanddurchbruch für die Dunstabzugshaube, die Livingboardplatte, nochmal Eckzulagen, KVH für zusätzliche Stützen für Ablastung von Trägern und ähnliches, die Bewertung der Anzahl der Elemente. Dann haben wir einen Durchbruch entsprechend für eine Luftwasserwärmepumpe. Wir haben die Unterspeisung hier im Erdgeschoss. Das heißt also,
so Sie das Ganze mal ins Obergeschoss oder mit dem Obergeschoss vergleichen wollten. Und die PDFs, die Sie im Übrigen jederzeit sich selber aus der Kalkulation erzeugen können oder auch von unserer Kundenbetreuung abfragen können, bieten Ihnen halt auch die Chance, ganz einfach mal zu überprüfen, was ist denn der Unterschied.